Theateraufführungen unter früher gewohnten Bedingungen konnten nicht oder nur unter Beachtung strenger Hygieneregeln stattfinden. Die fallenden Inzidenzzahlen lassen hoffen, dass auch das künstlerische und kulturelle Leben wieder erwacht. Wir besuchten Christian Kaltenhäuser und Cornelia Schmidt im Gesangsstudio Theater Tausendkunst, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Arbeit und etwas über ihre aktuellen Programmpläne zu erfahren. Alles künstlerische Schaffen kam zum Erliegen. Was hat Ihnen am meisten Probleme bereitet? Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist quasi unser kleines Theater komplett ins Koma gefallen. Wir hatten mehrere Veranstaltungen noch geplant für das Frühjahr, unter anderem auch ein Kindertanztheater mit Tina Essel, einen Kabarettabend mit Mala Saris und eine Vortragsreihe zum Thema 100 Meisterwerke mit Norbert Engelmann. Und das musste natürlich alles ausfallen. Es hat uns sehr leid getan, dass wir unseren Kollegen auch absagen mussten. Also nicht nur wir hatten einen Schaden, sondern auch befreundete, bekannte Künstler und Künstlerinnen aus Herzogenaurach. Und das hat uns sehr, sehr leid getan. Nachdem wir in 2019 so einen guten Start hingelegt hatten und wir wirklich auch das Gefühl hatten, ja, die Leute interessiert, was wir tun, was wir zu sagen haben künstlerisch oder wem wir künstlerisch eine Bühne bieten möchten, da hat uns die Pandemie natürlich einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, weil so gut es angelaufen ist, so schnell ist es auch gestoppt und wir stehen jetzt halt wieder in dieser Hinsicht am Anfang. Wie haben Sie und das Theater Tausendkunst dann die letzten 18 Monate überstanden? Na, sagen wir mal, der offizielle Titel unseres Geschäftes ist ja Gesangsstudio Theater Tausendkunst. Und insofern sind wir ganz glücklich, dass wir eben auch Unterricht geben. Und unsere Schüler sind uns auch über den Online-Unterricht treu geblieben. Und das war ganz wichtig. Also auch nochmal ein großes Dankeschön an alle unsere Schüler und Schülerinnen, dass sie uns da die Stange gehalten haben. Über die Lesung Hiob, Gottesrebell mit aktuellem Bezug zur Corona-Krise berichteten wir im Dezember 2020. Ist der Beklagte. Wissen möchte ich, was er mir zu sagen hat. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden zunehmend gelockert. Welche Pläne haben Sie beide für die nächsten Wochen und Monate? Pläne. Pläne haben wir tatsächlich ganz viele. Nun ist es ja so, bei uns hier in unserem kleinen Saal passen nicht so viele Menschen, besonders unter den momentan noch geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Das heißt, Veranstaltungen hier im Hause, die werden wahrscheinlich noch etwas auf sich warten lassen. Wir hatten aber ursprünglich ein Konzert Open Air geplant. Am Viva war ja in Herzogenaurach. Und wir hatten uns ein tolles Konzept überlegt zum Thema Wasser und Wasserwelten. Leider kann dieses Konzert oder diese Konzerte, es wären zwei Termine gewesen, nun nicht stattfinden. Die Stadtverwaltung hat es leider nicht genehmigt. In dieser Form aus verkehrstechnischen und Lärmschutzgründen. Was tatsächlich ganz, ganz sicher auf dem Spielplan wieder steht, ist unser gruseliger Spaziergang durch den Donwald, was wir ja im letzten Herbst schon mal gemacht haben. Schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche. Sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche. Unter jedem Tritt ein Quellchen springt, wenn es aus der Spalte zischt und singt. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Tschurimurifuk, tschurimurifuk, keine Angst, das ist kein Spuk. Dies ist deine Mitgift, sofort einzunehmen. Dies, mein Zaubergetränk, wird die Zunge lähmen. Spring, mein Kater, holla he, flöße in den scharfen Tee. Spring, mein Kater, holla he.
Also das werden wir auf jeden Fall wieder machen können. Da sind wir auch nicht auf eine Genehmigung angewiesen, weil es da eben um einen privaten Grund geht sozusagen. Neben der Aufführung von Theaterstücken betreiben Sie das Gesangsstudio Theater Tausendkunst. Wie ist da die Situation? Ja, also seit Mitte Mai können wir hier wieder unsere SchülerInnen präsent zum Unterricht empfangen, was für uns natürlich eine große Erleichterung war und auch für unsere Sängerinnen und Sänger sehr schön ist. Davor, Christian hat es ja schon erwähnt, waren wir ausschließlich auf die Online-Variante angewiesen. Das hat aber auch sehr gut geklappt. Und jetzt mittlerweile können wir tatsächlich auch Schülerzuwächse verzeichnen. Also das ist sehr schön. Jetzt fahren wir die Hybridschiene und können auch Menschen unterrichten, die vielleicht nicht anreisen können, weil die Anreise doch erheblich dauern würde. Und das ist ein kleiner Vorteil, aber wirklich nur ein kleiner Vorteil dieser ganzen Pandemie. Und was haben Sie aktuell im Programm? Aktuell haben wir im Programm zum Beispiel unser Konzert Wasserwelten, aus dem wir dann auch gerne eine kleine Kostprobe geben wollen. Die erste Szene aus dem Thema Wasserwelten ist das Lied an den Mond aus der Oper Rusalka von Anton Dvorak. Es basiert auf der kleinen Meerjungfrau von Andersen. Die zweite Kostprobe ist die Lesung eines Märchens von Heinz Erhardt. Das Märchen. Es war einmal ein Märchen. Es war kein altes Märchen. Es gab es erst seit vorvorgestern. Deshalb schwammen auch noch keine Fische oder Krebse in ihm. Nur ein einsamer Käfer durchfurchte die Wogen. Leider unfreiwillig. Er war aus Versehen da hineingeraten. Nanu, neulich noch bin ich trockenen Fußes dieses Weges gegangen und heute zapple ich in einem Ozean. Ob ich die etwa 7 km, Abkürzung für Käfermeter, bis zum Ufer schaffe? Also sprach der Käfer.
Er hätte lieber den Mund halten sollen, denn so schluckte er zu viel Wasser, und da er schließlich kein Wasserkäfer war, verließen ihn die Kräfte und bald darauf die Sinne. Der Regen hatte endlich aufgehört und die vielen hundert Tröpfchen des Märchens kletterten an den Sonnenstrahlen empor, um sich zu wärmen. Und da oben, irgendwo, ein kleines Wölkchen zu bilden. Unten aber war von der Pfütze nichts mehr nachgeblieben. Nur ein toter Käfer lag im Sand und streckte alle Sechse von sich. Und wenn es vorgestern und gestern nicht geregnet hätte, dann lebte er noch heute, morgen und übermorgen. In seinen Wasserwelten entführt das Gesangsstudio Theater Tausendkunst das Publikum auf eine abenteuerliche Reise. Dann haben wir auch diverse andere Programme, zum Beispiel Rezitationsprogramme, aktuell an der Hand, zum Beispiel zum Thema Heinrich Heine oder Erich Kästner oder zum Thema Essen und Trinken. Das sind natürlich Programme, die jetzt aktuell nicht gespielt werden können. Also es ist ein bisschen ein Dilemma. Wir haben ganz viel vorbereitet und ganz viele schöne und kreative Ideen, und die stauen sich ein bisschen bei uns im Moment. Worin sehen Sie die größten Herausforderungen für die kommenden Monate und das nächste Jahr? Die größte Herausforderung für uns wird tatsächlich, denke ich, eine lokale im Sinne von Örtlichkeit wirklich sein. Denn wie gesagt, unter den momentanen Hygienebeschränkungen, die wir natürlich auch tunlichst einhalten, wir haben auch in unseren Unterrichtsräumen aufgerüstet mit Plexiglaswänden, mit Luftfiltern, unseren Unterricht auch so strukturiert, dass wir zwischen den Schülern natürlich viel Zeit haben, um kräftig zu lüften. Aber ich denke, es wird tatsächlich eine lokale Herausforderung sein. Wann können wir wieder guten Gewissens, vielleicht nicht mal nach den Buchstaben des Gesetzes, aber nach unserem Dafürhalten oder guten Gewissens Leute in unseren Saal bringen? Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft? Also wir wünschen uns natürlich, dass wir so schnell wie möglich mit unserem kleinen Theaterbetrieb hier wieder loslegen können und dürfen. Und in diesem Sinne wünschen wir uns auch ein bisschen mehr Mut oder ein bisschen mehr Experimentierfreude im künstlerischen Sinne, auch von denjenigen Institutionen, die da eventuell uns betreffende Entscheidungen treffen können. Wir sind ja bekannt für ungewöhnlichere Theaterkonzepte. Wir versuchen uns dadurch abzuheben, dass sowohl durch den Spielort als auch den Inhalt wir uns ein bisschen abgrenzen vom Rest und einfach etwas Besonderes schaffen wollen. Wir wünschen uns einfach, dass man uns da ein bisschen offener entgegenkommt. Herzlich willkommen im Theater Tausendkunst. Welche Botschaft möchten Sie an die Zuschauer richten? Ja, wir möchten uns zuallererst bei unserem Publikum bedanken, denn ganz viele Menschen haben auch über diese Pandemie Gutscheine bei uns erworben. Das heißt, Optionen auf möglicherweise irgendwann stattfindende Veranstaltungen, und dafür sind wir natürlich sehr dankbar. Also vielen, vielen Dank an unser Publikum und nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere Schüler und Schülerinnen, dass sie uns einfach die Treue gehalten haben und dass sie gesagt haben, wir probieren das aus, das, was ihr macht, das gefällt uns, das tut uns gut, und wir lassen uns von diesem Online-Unterricht nicht ins Boxhorn jagen. Wir wünschen dem Gesangsstudio Theater Tausendkunst einen guten Start in die neue Spielsaison.